Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem kleinen Sondervideo. Ich wurde von der lieben Aminitra getaggt und habe jetzt hier 10 Fragen zu beantworten. Am Ende des Videos tagge ich natürlich auch dann noch ein paar Leute, die mir so in den Sinn kommen. Aber ich fange erstmal mit dem Beantworten der Fragen an, glaube ich. Die erste Frage: Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ja, dass ich nicht mehr so ganz die Jüngste bin, ich glaube, das wissen die meisten eh. Ich bin 35, ich werde dieses Jahr auch noch 36, muhahaha. Und habe mit dem Zocken tatsächlich mit Kindesbeinen eigentlich schon angefangen. Als so die ersten Telespiele kamen, dann kam der C64 und dann der Super Nintendo und überhaupt. Also es zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ich bin da einfach so mit groß geworden und reingewachsen. Als ich Kind war, kam das halt gerade auf, dieses ganze Spielen am Fernseher war das damals noch. Ja, also schon eine Weile, würde ich sagen. Die zweite Frage: Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Die erste Konsole, die wir als Kiddies hatten, wo die nicht den Eltern gehört hat, das war tatsächlich bei uns zu Hause der Super Nintendo. Den habe ich mit meinem Bruder Dirk zusammen zu Weihnachten gekriegt. Also das war ein Geschenk und es war ein Nintendo. Zur selben Zeit kam auch der Sega Mega Drive raus, das weiß ich noch. Aber wir fanden den Nintendo besser, weil wir noch kleinere Geschwister hatten. Und bei Nintendo gab es ja nicht diese CDs, wie es beim Mega Drive gewesen ist, sondern da waren das doch diese Kassetten. Und die sind ein bisschen robuster und stabiler gewesen. Und wenn dann die kleinen Geschwister die Dinger durch die Gegend gefeuert haben und nicht ordentlich weggepackt haben, dann sind die einfach nicht so schnell kaputt gegangen. Ich glaube, deswegen haben wir uns tatsächlich damals für den Super Nintendo entschieden, statt für den Sega. Die dritte Frage: Welche Games hast du im Kindesalter gerne gespielt? Ja, da ich ein Super Nintendo hatte, war es natürlich Mario. Ich habe da am liebsten Yoshi's Island gespielt. Das fand ich ganz cool mit Yoshi, wenn man da durch die Gegend reiten konnte. Und der blaue Yoshi, also ich glaube, der war blau, ich weiß das nicht mehr, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Der konnte dann immer fliegen, wenn der so eine Koopas gegessen hat. Und das fand ich immer total cool, wenn Yoshi da durch die Gegend fliegen konnte. Das hat mir immer total Spaß gemacht. Also Yoshi's Island auf jeden Fall. Welches Spiel ich noch in recht lebhafter Erinnerung habe, ist Mortal Kombat. Das habe ich immer mit meinem Bruder gerne gespielt. Also da gab es ja Street Fighter und Mortal Kombat. Ich fand aber Mortal Kombat immer besser. Ich habe das immer gerne gespielt und da ist tatsächlich auch der Name meiner Tochter draus entstanden. Die heißt nämlich Milena mit Doppel-E, wie die Milena bei Mortal Kombat. Da gab es dann ja noch die Kitana. Der Name war uns aber zu schroff und so, ne? Also die beiden Spiele sind auf alle Fälle die, die ich aus der Kindheit so in farbigster Erinnerung habe. Die vierte Frage: Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Ach du liebes Bisschen, ich spiele ja wirklich kreuz und quer mich durch die Weltgeschichte. Das, was ich natürlich am häufigsten spiele, ist das, was ihr hier auch an Let's Plays auf meinem Kanal habt, ne? TSW, Lucius, Outlast, Lost Horizon, Resident Evil 6 jetzt habe ich viel gespielt die letzte Zeit. Also das sind die Spiele, die ich auch am häufigsten spiele. Was ich noch spiele, außer dem, was ich Let's Play, ist Last of Us, das spiele ich total gerne und viel. Gestern habe ich Gianna Sister Twisted Dreams auf der Playstation gedaddelt. Also ich spiele mich da einfach kreuz und quer durch. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich was, wo ich sage, da verbringe ich die meiste Zeit vor. Hält sich so die Waage zwischen unterschiedlichen Spielen. Die fünfte Frage: Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Ey, aller Zeiten ist aber schon echt schwer. Wenn ich 3 Spiele aussuchen muss, mit denen ich nur noch Zeit verbringen dürfte, ja, dann wäre es an erster Stelle wahrscheinlich The Secret World, weil das echt ein episches Spiel ist und das möchte ich auch nicht mehr missen. Und es wird mir auch irgendwie nicht langweilig, also das gehört auf alle Fälle dazu. Dann finde ich Mario Kart noch total toll, das macht mir auch richtig Spaß. Das gehört für mich auch zu den besten Spielen so aller Zeiten. Und was gibt es denn noch so, wo ich sage, dass es gehört zu den aktuellen Top 3? Das ist nicht so einfach. Dann nehme ich noch The Longest Journey. Das kennen bestimmt ganz viele gar nicht. Das ist ein uraltes Spiel schon. Das kommt auch aus dem Hause Funcom. Ist auch sehr, sehr cool. Macht sehr viel Spaß. Also das gehört auf alle Fälle auch zu den besten Spielen so aller Zeiten. Frage 6. Von welchen Games hättest du gerne eine Fortsetzung? Ja, das ist einfach. Von welchem Game? Ne? Das ist einfach The Last of Us. Also ich habe da ja schon Let's Play zu gesehen.
Ich weiß, wie das Spiel ausgehen wird. Ich spiele es jetzt gerade selber und bin jetzt bei der Hälfte ungefähr. Und von dem Spiel hätte ich echt gern dann noch eine Fortsetzung. Ich hoffe, es kommt eine. Frage 7. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Na gut, ich habe hier ja nun noch einen Hund rumflitzen und ich habe hier eine Tochter rumflitzen und ich habe auch noch einen Mann rumflitzen. Und prinzipiell würde ich sagen, bin ich schon damit ziemlich ausgelastet. Ansonsten, ja, lesen oder einfach auch nur vorm Fernseher rumgammeln. Ich singe total gerne, das was nicht bedeutet, dass ich es gut kann, ne? Aber immerhin gerne, ne? Also, ja, alles, was so musisch und kreativ ist eigentlich, mache ich echt gerne. Von Webseiten, Design, über alles Mögliche. Also alles, wo Kreativität gefordert ist, mache ich tatsächlich echt gerne. Achte Frage: Welche Konsolen, einschließlich Handhelds besitzt du? Ja, da muss ich mal überlegen. Also wir haben hier noch ein DS rumfliegen. Der ist zwar schon total zerflattert, weil der irgendwie mal runtergefallen ist und dann ist das obere Display irgendwie abgebrochen und der ist jetzt mit Tesafilm zusammengeklebt und ach und frag mich nicht, das Ding läuft aber noch. Also den haben wir. Dann haben wir eine Wii, die haben wir auf jeden Fall. Wir haben eine PlayStation 2. Wir haben eine PlayStation 3 und wir haben eine PlayStation Portable. Man merkt irgendwie, bin ich PlayStation geschädigt, oder? Und ich glaube, das war's. An Konsolen haben wir sonst, glaube ich, nichts. Nee, das ist alles. Also das sind die Konsolen, die ich habe. Frage Nummer 3. Nenne deine Top 3 Spielserien. Und da wird's schon schwer. Ich habe keine Ahnung. Also, was ich auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Spielserie finde, ist GTA. Finde ich, ist eine ganz coole Spielserie. Das gefällt mir. Ah, so als Serie wüsste ich jetzt tatsächlich so aus dem Stegreif echt nichts. Natürlich die ganzen Mario-Spiele, wenn das als Serie durchgeht. Dann würde ich die dann noch mit reinnehmen. Und ansonsten, ha, wüsste ich echt nicht so als Serie, was ich da nennen sollte. Denn so viele Serienspiele habe ich tatsächlich nicht gedaddelt. Also ich muss da bei diesen beiden bleiben, weil was anderes fällt mir da echt nicht ein. Dann haben wir noch die Frage Nummer 10. Finde abschließende Worte zum Thema Gaming. Ja, puh, Gaming. Ja, ist ein nettes Hobby. Ich finde mittlerweile auch ein recht etabliertes Ding in der Gesellschaft. Was ich beim Gaming halt echt cool finde, ich meine, ich bin ja viel da auch online unterwegs, dass man so mit allen Altersklassen und allen Gesellschaftsschichten irgendwie einen Nenner findet und da gemeinsam viel Zeit und viel Spaß verbringen kann. Das ist schon eine tolle Sache. Ich würde mir wünschen, dass es beim Gaming sich weiter so entwickelt, wie es sich jetzt so die letzten Jahre entwickelt hat. Einfach viel storylastige Sachen, die grafisch einen auch wegflashen. Und ja, also das ist schon was ich ganz, ganz nett finde. Ja, und dass man auch ruhig mal seine Nase in Genres stecken darf, die einem vielleicht sonst nicht so zusagen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da echt tolle Spiele entdecken kann, wenn man sich ein bisschen links und rechts abseits der Wege bewegt, auf jeden Fall. Das, was mir beim Gaming momentan negativ so aufgefallen ist, die Entwicklung, ist tatsächlich diese DLC-Frage, die sich irgendwie immer wieder stellt. Also man wird in vielen Spielen ja nun mittlerweile echt irgendwie so genötigt, die Dinger zu kaufen. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, dass die Entwickler sich da wieder wegbewegen von der Schiene. Und ansonsten, glaube ich, hat das echt eine ganz nette Entwicklung gemacht so. Und ja, das Wichtigste beim Gaming ist doch immer noch Spaß dabei zu haben. Und das waren sie schon, die 10 Fragen. Und natürlich muss ich jetzt auch noch jemanden taggen. Und ich tagge jetzt an dieser Stelle den Evoldo, möchte ich gerne taggen. Ich würde gerne taggen den Smile Gaming. Ich glaube, der ist auch noch nicht getaggt worden. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Und an dritter Stelle nehme ich den Creighton, der hier mit dem Let's Playen ja gerade erst neu angefangen hat. Dann hat er gleich mal was zu tun und kann noch ein Video erstellen. Jetzt danke ich vielmals sehr fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.